Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cities in Motion. Und vorab so ein kleines Sorry, dass jetzt hier länger nichts kam. So anderthalb Wochen oder zwei, keine Ahnung. Und wenn das Spiel mir nicht sagen würde, dass das eine Eiche ist, ich wäre verloren, Leute. Ich wüsste nicht, wie ich Bäume zuordnen könnte. Also, dass es Bäume sind, ja. So. Ich habe übrigens den Sound jetzt mal extra lauter laufen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Aber ich fand, man sollte vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel hören. Was haben wir hier? Das ist ein Einkaufszentrum. Kronos. Das Kronos Einkaufszentrum. So. Immerhin können wir hier schön gucken. Wow, das ist ja noch ein richtig altes Haus hier. Und das im Jahre 2003. Mensch. Und dann guckt man weiter und dann kommen hier die Plattenbausiedlungen gefühlt. So, wir gucken mal. Rentabelstes Fahrzeug, die Straßenbahn 12, Linie 3. Am wenigsten rentabeltes Fahrzeug, Bus 3, Linie 2. Kundenbetreuung ist gammelig und die Firmenleitung ist geil. Ja, ich weiß, dass ich gut bin. Und ich weiß, dass ich meine Kunden auch ignoriere. So. Jetzt haben wir hier so das Problem, dass wir von hier hinten Leute transportieren. Wow, Zielvorgabe erfüllt. Ja, geil. Das sieht aus wie der Flughafen. Haben wir das nicht geschafft? Doch, guck mal, das tut es doch. Und ja, das wird den Staus sicherlich entgegenwirken. Gute Arbeit. Ah. Der Stadionmanager hat mir gerade mitgeteilt, dass sie der Autoflut nicht mehr Herr werden. Könnten sie ihnen helfen, indem sie ein paar Linien dort hinausbauen? Aha, aha. Ja, rein zufällig ist hier schon eine Bahnlinie, eine Buslinie am Stadion. Die werden den Autos nicht mehr her. Ja, das könnte mal so passieren, ne? Aber zumindest sieht es hier schön aus. Ich frage mich, ob es in München wirklich so einen Graben hier gibt. Liebe Münchner, sieht München wirklich so aus? Hat München wirklich so einen coolen Graben? So. Jetzt habe ich hier die nächste Quest. Die Linien scheinen gut zu funktionieren. Um das Stadium herum parken nicht mehr so viele Autos. Ja, nicht, dass das vorher schon so war. Nein. Erst als die Quest kam, haben sich die Leute auch überlegt, ja, ich fahre wirklich mal nicht damit. So, Leute, ich wette mit euch, dass wir hier auch noch eine Linie hinbauen müssen. In dieses Gammelding und in dieses Gammel-Kuhkaff. Sieht überhaupt nicht gleich aus, nein. Was haben wir denn hier schönes? Lebensmittelgeschäft. Bananen kosten 6,50 Euro. Und hier eine Limousine. Wir können sogar eine Straßenlaterne anvisieren, ja. Wen haben wir denn hier? Hildegard König ist Autofahrerin. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir 30 Mal dieselben Omis. Ernestine Weiß. Johanna Pfeffer. Sie haben auch wirklich exakt die gleiche Tonqualität. Die Omis, ey. Das machen die ja auch immer gleich, ne? Ja, hier reicht das doch mit dem Stadion. Ist doch alles erfüllt, meine Freunde. Ja. Warum sind die denn unzufrieden? Weil hier so viele warten müssen. Was haben wir denn hier? Die Linie 7. Muss ich mal wieder reinkommen. Liniennetz, Linie 7. Fahren zwei Busse. Man sollte meinen, dass das reicht. Haben wir die Linie gebaut? Ich glaube schon. Ne? Die sieht ein bisschen komisch aus. Die müssen wir gebaut haben. Oh. Ich überlege, ob wir da noch einen Bus einstellen.
So, und zwar, wen haben wir denn hier? Den Komet XL. Weil der am meisten Leute transportieren kann. Ja, Mann. So, wir kaufen der Buslinie mal ein weiteres Fahrzeug. Und dann gucken wir mal. Ach, wir haben hier einen Campingplatz. Marktbuden. Ach nee, es ist einfach nur eine fette Marktanlage. Kiosk. Mitten im Markt, ne? Gibt's einen Kiosk. Unten. Okay, einen Grill kann ich verstehen. Ist das ein Maibaum? Gartenschild. Also eigentlich ist das ja so ein Maibaum, aber hey. Blutbank. Hallo, ich arbeite für die Blutbank in der Stadt. Was ist denn eine Blutbank? Ach, Blut. Ah. In letzter Zeit spenden weniger Menschen Blut und ich dachte mir, das ließe sich eventuell über bessere Verbindungen ändern. Ob sie wohl eine oder zwei Linien hinzufügen könnten? Es ist wirklich wichtig, dass wir uns alle zukünftigen Patienten genügend Blut auf Vorrat haben. Ja. Ist kein Problem. Wir haben hier ja... Okay. Ja, das kommt da nicht hin. Das ist jetzt natürlich doof. Aber wir könnten versuchen, diese Linien hier zu verbinden. Das wäre eine Idee. Kranken. Also als schlechte Verbindung würde ich das jetzt hier nicht bezeichnen, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Okay. So, wir haben hier eine Bahnlinie. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach eine neue Buslinie. Wow, ein Flugzeug. Bushaltestelle mit Unterstand. Direkt vors Krankenhaus, meine Freunde. Ne? Ja, und womit verbinden wir das? Das ist jetzt die Frage. Mit dem Bahnhof. So eine Zweierlinie, das ist sehr rentabel, also wir hören mal auf zu bauen. So, die Linie 10. Wir haben einmal diese wunderschöne Haltestelle hier. Eben war die Linie 4. Dann die Buslinie. Überlege gerade, wir könnten ja hier noch lang fahren, aber das rentiert sich halt irgendwie alles nicht, ne? Aber wo fährt der dann lang, wenn wir jetzt hier zurückfahren? Ja, das sieht doch gut aus. Hätten wir die auch noch mitnehmen können. Okay, Moment. Ups. Jetzt haben wir die, dann fügen wir... Nein, Moment, Moment. Moment. Wir haben die Haltestelle, fahren dahin. Fahren dahin, um die Linie zu entlasten. Und fahren dann hierhin. Und da fügen wir jetzt einen Komet XL-Bus hinzu. Und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Linie aktivieren. So, ein Bus wird ja wohl die Leute hier transportieren können, oder? Komischerweise sind da null Leute. Ich will ja nichts sagen. Okay. Gehen wir mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Ein neuer Vergnügungspark steht kurz vor der Eröffnung. Das sind gute Nachrichten für die Stadt. Touristen bringen Geld und mehr Geld zahlt sich für die ganze Stadt in besseren Dienstleistungen aus. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass der Vergnügungspark eine gute Verkehrsanbindung hat? Leute, ich bin so geil, dass ich das bereits mit eingerechnet habe. Wieso soll ich zwei Linien dahin bauen? Ja, klapp dich wieder ein. Ich will dich nicht. Blutbank. Zwei Linien zur Blutbank. Jetzt übertreib's mal nicht. Drei Linien. Wieso soll ich hier drei Linien hinbauen?
aber das ist kein Problem. Ich baue auch gern noch eine zweite Linie. Moment. So, wir stellen einfach noch eine Buslinie zur Verfügung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, ne? Nehmen wir mal die, die hier nicht so angefahren wird, ne? Ja, so. Eine Haltestelle hinzufügen. Nehmen wir mal das hier. Dann das hier. Und dann schließen wir die Linie doch. So, jetzt fügen wir da einen Bus hinzu. Und eröffnen die Linie. Und wir erstellen einfach noch eine Linie. Nehmen das hier mit hinzu. Das hier. Und lassen den Bus von der anderen Seite heranfahren. Oh, ich bin so genial, Leute. Das ist überhaupt nicht Busverschwendung und so. Nein, gar nicht. Also man kann es auch echt übertreiben, ne? Aber gut. So. Wo sind meine Zielvorgaben? Ach, hier unten. Ich erinnere mich. An Blutbank. Zwei Linien. Übertreiben es hier gleich. Wisst ihr, was wir noch machen? Haltestelle hinzufügen. Eben einmal das. Einmal das. Ratet mal, wer vergessen hat, sein Handy auf lautlos zu stellen. So. Nehmen wir die noch mit hinzu. Ja, warum nicht? So. Dann verschwenden wir noch mehr Busse dafür. Ist ja kein Problem. Hauptsache, wir haben unsere Ziele erfüllt. Hervorragend. Ich finde, wir holen aus diesem neuen Trend das Optimum heraus. Ich weiß ja nicht, ob es sinnvoll ist, so einen Trend sich anzuschaffen, dass man hier irgendwie die Linien sich so hinbaut. Vielen Dank. Wir hatten kürzlich viele neue Blutspender. Ja, ich... 4 Stück. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid echt grandios, Freunde. Wirklich. So, das läuft hier richtig gut bis jetzt, ne? Also... Wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Hilganser Straße. Werbung. Ob hier irgendwie eine Apotheke oder sowas ist? Hören Sie, ich veranstalte ein Fotoshooting für das Moke Magazin. Oder Magazine. Dem wichtigsten Magazin der ganzen Modewelt. Ja, ich kenn's nicht, aber okay. Da der Fotograf in einer Straßenbahn fotografieren möchte, benötige ich eine Straßenbahnlinie mit schönen Hintergründen. Wenn Sie uns ein Fahrzeug und eine Linie zur Verfügung stellen können, werde ich Ihnen einen Teil meines Gehalts geben. Ja, okay. Die Frau hat sie nicht mehr alle, aber das können wir tun. Warum stehen hier Leute am Bogentor? Lisa Gate, alles klar. Okay. Vom Parlamentsgebäude zum Isartor. Ich habe ja sonst hier nichts, ne? Also. Okay, Straßenbahn. Ja. Okay, wir können nämlich hier einmal lang. Und dann können die Straßenbahn-Heinis hier drehen. Ist ja schon mal nicht unschlau, oder? Und jetzt muss ich nur noch hier lang. Ich weiß zwar nicht, warum sie das schön findet, aber wenn die Dame das unbedingt möchte, statt einfach hier zu bleiben, ne? Nein. Nein, das geht nicht. Ups. Das ist geil. Ich kann hier einfach rumbauen, ey. Das mache ich jetzt. Ich werde jetzt dieses ganze Schloss verunstalten. Ist das Premium? Ist das geil? So. Wir werden dafür bestimmt nicht in die Hölle kommen, Leute. So, ich muss das hier nochmal kurz löschen. Moment. Warte mal, das war jetzt doch kein guter Plan. Oder doch? Hä, können die Busse... Nee, die können ja nicht durchfahren, oder? Ja, okay, wir machen das. Warum geht das hier nicht? Boah, ist das kompliziert, ey. Jetzt verschwende ich hier das Geld. So.
Ich will das nicht abreißen. Ich möchte gerne die Gleise hier abreißen, die ich hier unnötigerweise verlegt habe. Wo habe ich denn hier bitte Gleise verlegt? Egal. Ja, ich baue da mal Gleise hier lang. Ne? Ich habe die hier irgendwie in den Untergrund verlegt. Kann das sein? Warte mal. Irgendwie schon, ne? Moment. Wie kriege ich denn jetzt diese Gleise da weg? Egal. Soll nicht mein Problem sein. Ich werde dieser hässlichen Frau jetzt den Wunsch erfüllen. Erstmal natürlich Bahnlinien zu bauen. Ist ein echt toller Plan, also ich muss schon sagen. So, wo führt unsere Linie denn lang? Machen wir doch hier mal was hin. Und dann hier. Das sieht alles sehr, sehr skurril hier aus, aber es ist ja kein Problem. So, wir fangen hier an. Fahren dann nach hier oben. Fahren dann hier hin. Ist überhaupt keine Gleisverschwendung. Nein, nein. So, und dann müssen wir hier unten wieder hin. Alles klar. Jetzt kriegt die Alte hier noch den hässlichsten Zug. Wir nehmen den hier. Attraktivität. Wir nehmen mal den hier besser. So. Wehe, die Alte kackt jetzt rum, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich habe gerade diese prächtige Statue bewundert. Was für ein großes großartiges Kunstwerk. Wissen Sie, Ihr Museum hat genauso gut, aber ein bisschen schwer zu finden. Was? Ach, ist. Ups. Warum bauen Sie nicht vom Flughafen aus eine direkte Linie dorthin, damit es von jedermann einfach erreicht werden kann? Ja, ist. Habe ich gemacht, ja. Habe ich gemacht. Danke sehr, das Shooting lief wirklich gut und das Magazin war höchst zufrieden. Hier ist ein Teil meines Gehalts. Ich verdiene nur 3000, das ist ja echt, ne? Gute Arbeit, viele Touristen werden bestimmt direkt zum Museum fahren. Ja, ist kein Problem, habe ich gern gemacht. Wo ist das Museum überhaupt? Hier? Hier ist die Bibliothek. Flughafen. Oh. Eine Netzabdeckung von 70%. Ist kein Problem. Mit den ganzen Aufgaben, die wir jetzt noch vor uns haben, wird das schon hinhauen, denke ich mal. Der Pavillon ist ja auch schön, ne? Ich finde es nicht schlecht, hier zwischendurch mal die Gegend anzugucken. Das müsste ich halt echt mal öfters machen. So ein kleines Häuschen. Gartenhaus. Ach, das gehört zum Einfamilienhaus. Ja, das macht Sinn. Eine Hundehütte. Bestimmt total schön, hier sein Einfamilienhaus zu haben. Und nach hinten raus so den Plattenbau. Ich mache jetzt mal auf schnell. Jetzt fegen hier alle Leute durch die Gegend. Wow, diese Zugverbindung hier, ey. Ja, hier warten jetzt so ein paar Menschen, ne? Eröffnet neue Linie. Der größte Park der Stadt ist wirklich sehr beliebt. Die Stadt plant daher, ihn umgestalten zu lassen. Neue Blumenbänke und so weiter. Wir würden gerne noch mehr Leute zum Besuch des Parks bewegen. Und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass die Renovierung den Ausschlag geben werden. Aha. Könnten Sie ein paar Linien dort hinzufügen? Okay. So, wir machen mal wieder langsamer. Nee, nicht Pause, langsamer. Wollt ihr mich verarschen? Dieser Gartenbrunnen, hier wird der Megapark des Jahrhunderts sein, oder was? Wenn das hier jetzt, ne? Aber das?
Nee, Leute. Also kommt schon. Aber okay. Ich habe mir überlegt, wir könnten die Straßenbahn irgendwie hier verbinden. So, wisst ihr? Gucken wir mal. Wir werden doch hier durchkommen, oder? Hallo? Okay, ist nicht creepy oder so, aber egal. Dann, wir haben ja das Geld. Bauen wir mal fleißig weiter. Also es macht ja Sinn, auch einige Straßenbahnen natürlich zu bauen. Also wo fahren wir denn mal lang? Hier. Mitten durch die Pampa ist kein Problem. Jetzt müssen wir das hier irgendwie noch erreichen. So, wir bauen das mal hier lang. Und dann bauen wir mal richtig dreist durch den Garten. Das wird geil, Leute. Okay, ich muss das jetzt mal drehen. Okay, hier ist tatsächlich das Gebäude im Weg. Moment. Wie komme ich denn jetzt hier lang? Gar nicht, oder was? Okay. Aber hier komme ich lang, ne? Dann fahren wir hier. Dann reißen wir das wieder ab. Das ist kein Problem. So. Dann gucken wir mal. So, ich komme jetzt hier raus. Und hier ist die Straßenbahnlinie. So, ich fände es nämlich nicht verkehrt, wenn wir anfangen, diese Straßenbahnlinien so miteinander zu verbinden, dass wir hier einfach immer neue Linien einrichten können. Meine Stimme möchte auch gerne neue Linien einrichten. So. Wir bauen hier mal ein Rondell. Problem solved. Okay. Linienverwaltung. So, was will jetzt hier irgendjemand? Ich repräsentiere die Biotechnologie-Studenten der Stadt. Wir haben uns gefragt, ob es wohl möglich wäre, eine Buslinie zum See in Betrieb zu nehmen. Wir müssen fast täglich frische Wasserproben entnehmen und es wäre wirklich praktisch, wenn wir dafür in einen Bus springen müssten. Könnten Sie das bitte überprüfen? Ja. Okay. Dann bauen wir natürlich eine Buslinie dahin. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zunächst muss ich mit der Bahn hier irgendwie. Ja, vielleicht sollten wir hier nochmal so ein Wendeviech einbauen. Guck mal, jetzt kann der hier schön wenden. Ist überhaupt nicht Verschandelung der Gegend. Nein, niemals. So, haben wir hier. Dann bauen wir das doch mal hier so hin. Und dann können die sich auf jeden Fall nicht beschweren. So. Und dann fügen wir doch mal eine neue Linie hinzu. Fangen wir mal hier an, fahren hier rum. Ach, mach so umständlich, ist mir auch egal. So, dann fahren wir mal hier lang. So, wo habe ich das jetzt gebaut? Hier oben, ne? So. Dann wird er dort mal drehen. Fährt hier zurück. Und wir schließen die Linie. Und werden dazu zwei Busse kaufen. Dann nehmen wir mal drei. Und dann eröffnen wir die schicke Linie. Ich habe eine Straßenbahn aus Ausbildung freigezeichnet, ja, Auszeichnung freigeschaltet. So. Aber ich habe natürlich mal wieder voll die Zeit aus den Augen verloren. So, dann ist der Part jetzt halt 25 Minuten lang. Aber das habt ihr euch in Cities in Motion sicher schon gewöhnt, daran gewöhnt. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.